Was geht ab? Herzlich willkommen zu einem neuen Daily Unessa Vlog. Ich muss einmal ganz kurz einleiten. Es ist schon relativ spät, um 3. Okay, ich war aber auch lange arbeiten. Ich war erst um 7:30 oder so im Bett. Ich wollte mich heute... ja, ich muss meinen Mund sauber machen. Ich wollte mich heute eigentlich mit Maria treffen aus der Ausbildung. Und zu Wonder Waffle gehen. Ich hab Haare im Mund. Aber Maria ist leider krank. Und dann wollte ich aber trotzdem cheaten. Und dann habe ich die nette Laura gefragt. Und die hat netterweise ja gesagt, dass sie mit mir cheatet, ist das nicht nett. Und jetzt frühstücken wir gerade um kurz nach 3 und das möchte Laura euch präsentieren. Wie sieht das aus? Sieht nicht so geil aus, oder? Nee, aber es ist geil. Es ist Schokocroissant mit so Nutella-Fake und Spekulatius-Creme. Boah, ja. Und ich bin gerade das noch am Essen. Und jetzt schneide ich kurz meinen Vlog. Und wir haben auch schon vorgesorgt, wir haben... Boah, diese Dinger sind so geil. Kennt ihr die? Warte, so stehe ich sogar auf für euch. Diese Meeresfrüchte, das ist doch so Nougat gefüllt, oder? So belgische Pralinen. Boah, ich liebe die. Die habe ich früher zu jedem Geburtstag, Weihnachten und immer so von meiner Oma geschenkt bekommen. Das war für mich immer das Highlight des Jahres. Dann haben wir noch Malteser. Ich mache einen Haul. Lachgummi für Laura. Daraus machen wir S'mores. Wir haben Kekse vergessen. Scheiße. Egal, gehe ich nochmal. Klar, ja. Den Gang weiter. Dann haben wir das gesehen, das habe ich noch nie gesehen. Nestle Snack, Black and White. Mal gucken. Dann haben wir KitKat White und dann hat Laura M&M's. Oh, mit Peanuts. Lecker. Und dann haben wir das, weil wir wollten irgendwie sowas Gemischtes haben und haben nichts gefunden. Und da sind halt so gemischte Pralinen drin. Und kennt ihr das? Eigentlich mag ich niemals alle Pralinen von so einer Dings. Aber hier mag ich tatsächlich alle. Milchcreme. Erdbeer, Crispy, Haselnusscreme, Karamell, Himbeere und Haselnusskeks. Und dieser Vlog wird wahrscheinlich einfach nur voll mit Essen sein, weil wir uns heute so voll fressen, weil bald machen wir auch die Kur. Und deswegen müssen wir jetzt nochmal richtig gönnen. Ich hab was zwischen den Zähnen. Scheißegal. Jetzt schneide ich meinen Vlog im Vlog 223. Herbe, der 223 Vlogs. Boah, kannst du mir ein Glas und den Granatapfelsaft mitbringen? Danke. Der steht auf dem Gefrierschrank. Danke. Ich habe mir nämlich letztens im Aldi Granatapfelsaft geholt, weil ich richtig Bock drauf hatte, aber gesehen, dass da Zucker zugesetzt ist. Deswegen kann ich den nicht trinken, wenn ich Low Carb mache. Aber beim Cheat Day, und ich bin richtig gespannt, ich glaube, ich mache gleich einen Live-Test, weil ich hoffe, dass es so lecker ist. Und Laura und ich haben noch vor, später Pizza oder Nudeln zu bestellen. Ich habe keine Ahnung, wie wir das genau machen wollen. Aber mal sehen. Bock habe ich auf jeden Fall. Ich hoffe, dass wir auch sättigkeitstechnisch dazu in der Lage sind und nicht mega voll sind. Vielleicht esse ich einfach gleich noch nicht so mega viel Schokolade, damit ich auf jeden Fall Pizza bestellen kann. Wir dürfen einfach nicht so viel trinken auch. Ja, okay. Granatapfelsaft live. Das hast du schon probiert? Nein. Soll ich nicht filmen dabei? Kannst du machen. Bitte? Voll? So. Kannst du schon sehen. Warte, es ist nicht scharf. Ah, jetzt. How is it? Mega lecker. Ja? Das schmeckt irgendwie nicht nach Granatapfel. Hm. Vor allem, weil Granatapfel nie im Leben so süß ist. Also es ist schon echt süß, aber es ist lecker. Das schmeckt nicht nach Granatapfel. Das ist nicht so meins, aber ich bin eh nicht so... Schmeckt ein bisschen so wie Kirschsaft nicht so oder so. Der Getränkmensch. Hier, nimm das mal, ich hol mal ein Eis. Ach so, wir haben auch noch Eis gekauft. Ich habe noch da... Das wird der Eskalationsblock ever vom Essen her. Ich habe das leckerste Ben & Jerry's, wie ich finde. Ben & Jerry's Save Our World. Warte, ich zeige euch das. Sonst denkt ihr so, hä, wie sieht das aus? Ich zeige es euch. Kein Ding. Laura hat zum einen Magnum Strawberry. Wie heißt das? Strawberry and White? White. Ja. Und ich habe... Ihr kommt in meinen geheimen Gefrierfach. Ihr in meinen geheimen Gefrierfach. Das hat Laura auch noch. Ben & Jerry's Peanut Butter Cup. Und ich habe... Das geilste Eis ever. Save Our World. Das ist mit Himbeere, Marshmallow, Himbeere, wie heißt Blackberry auf Deutsch? Heidelbeere? Nee. Himbeere, hä? Brombeere. Brombeere? Blackberry. Ja. Brombeere. Und so Eisstücke aus Schokolade. Und das ist einfach das leckerste Eis von Ben & Jerry's, finde ich. So lecker ist. So, und jetzt werde ich zum 100. Mal den Vlog schneiden und mein Frühstück aufessen.
Und dann werden wir einfach den ganzen Tag weiter fressen und coole Sachen gucken. Was machen wir heute? Ich weiß nicht, gucken wir heute so geile Sachen? Ich habe Bock zu zocken. Ja, ich habe auch Bock zu zocken. Aber dabei kann man nicht essen. Das stimmt. Ist vielleicht ganz gut vorm Essen. Vorm Pizza-Essen. Ja. Okay. Habe ich einfach 5,5 Minuten gleich durchgelabert. Das wird der, was wird das für ein Vlog? Der Eskalations-Vlog. Der fokussiert mich nicht mehr. Ui! Los geht's. Oh, der ist sogar in zwei geteilt. Oh. Oh, fast. Hm. Was ist das denn? Den kann ich erstmal präsentieren. Ein Snack. Das habe ich gerade ja schon gezeigt. Ach so, okay. Ja, ist aber lecker. Mhm. Ich mag die weiße Creme. Schmeckt wie, das erinnert mich an was. An das Innere von Knoppers. Mhm, genau. Diese Knoppers-Creme ist ja auch so ähnlich. Doch, lecker. Ja. Kann man essen. Was machen wir jetzt? Zocken? Mhm. Jetzt sind wir nämlich noch nicht so im Fresskoma. Ja. Was hast du gesagt? Resident Evil? Mhm. Und wenn wir im Fresskoma sind, chillen wir mal gucken, Film oder so. Okay, cool. Mädchen. So, ihr kriegt jetzt ein kleines Let's Play. Laura ist, Zitat, das scheiß kleine Mädchen, weil es nichts machen kann, außer zeigen. Und ich bin der Barry. Es gibt nämlich, das ist mega geil bei Resident Evil. Ich mache jetzt mal eine kleine Anmut hier. Das ist mega geil, weil manchmal sind wir so zwei Frauen. Nein. Was ihr letztes Mal gesehen habt. Hier geht's, glaube ich, gar nicht weiter. Und manchmal sind wir die beiden. Das ist voll cool, das ist so aus verschiedenen Perspektiven. Und auch ein bisschen. Ich hätte bis jetzt noch nie eine Waffe. Doch, ein Ziegelstein. Und ein Brecheisen. Und ich habe immer die ganzen übelsten Knarren. Das ist halt auch nicht so feierlich, weil ich dann immer alle Türen aufmache. Eine Frau hat da durchgesprochen. Glaube ich. Bin mir nicht mehr sicher. Auf jeden Fall, ich finde das Spiel richtig, richtig geil. Wenn ihr was Ähnliches habt, was ihr uns so empfehlen könnt, so, dass man auch zu zweit spielen kann, das ist das Allerwichtigste. Oder vielleicht eins von den Resident Evils, was besser ist als, was haben wir so existiert? 5 war richtig geil, dann haben wir 6 ausprobiert, das war nicht geil und es gibt ja da noch mehr. Es muss besser als 6 sein. So wie das hier. Oder wie 5. Oder wie 5, ja, aber das finde ich auch noch besser als 5. Hallo. Okay, das ist eigentlich, wir müssen zu diesem Turm, ne? Ich fand 5 aber geil, weil es da Kugelfeld war und ich hätte auch geile Waffen. Ja gut, das stimmt, aber ich glaube, das kommt hier noch. Ich kann mir nicht vorstellen, dass du die ganze Zeit keine Waffen hast. Oh. Was hast du? Ja, wo gehst du hin? Hier runter. Oh. Ich hatte, war aber gerade vor einem Tor. Oh, sorry. Okay, geil. Wo sind wir denn jetzt? Oh. Da drüben sind welche. Ach, ich kann die ja wieder sehen. Such die Deckung. Ich erledige sie, bevor sie uns sehen. Was ist das hier? Meine Waffe ist leer! Hat es irgendwie... Ja, unten rechts am Bein. Das ist auch halt... Der lebt noch, ne? Unten rechts am Bein ist sein Bein. Am Oberschenkel, ja genau. Er lebt aber noch. Ja, ich habe keine Munition mehr. Hey, ich hab das alles schon 10-mal getroffen, willst du mich verarschen? Okay, sind da noch welche? Warte. Ganz lustig, weil Laura kann die halt sehen in ihrem Bildschirm und ich nicht. Wir sind gerade auf was richtig Herbes gestoßen, auf unsichtbare Monster. Und da ist jetzt Teamwork hoch 71 gefragt, ja, ist so. Alter. Ist echt so. Weil ich kann die nur sehen, also was heißt sehen, aber ich sehe, wenn die so näher kommen. Ja, und ich muss dann halt schießen, obwohl ich sie nicht sehe. Das ist epic difficult. Oh, warte, da glänzt. Ach, da kannst du rein und was einsammeln. Ja, ich sammle was ein. Ich komme nicht rein. Kannst du weggehen? Da ist ein Hockst voll ja, drin. Warte mal. Sei vorsichtig. Da ist eins drin in dem Haus. Ach du Scheiße, okay. Ach, hier ist auch eine Tür. Wo denn? Warte. Da vorne ist etwas. Sei vorsichtig. Oh. Da, das siehst du da oben links. Ne, guck mal in meinem Bildschirm, so. Die Treppe hoch. Ja. Genau da. Nicht schlecht. Boah, das war Herbe jetzt. Guck mal, dass das Haus so wie ganz Monster erledigt haben. Elisabeth. Na, Labett. Wie geht's?
Ich finde dieses Spiel so cool, wirklich. I'm very begeistert. Laura versucht mir eine Praline zu geben, sodass ich sie errate. Warte, ich muss erst mal selber gucken. Upsi. Okay. Viele sind da nicht drin. Mein kleiner Vampir. Nee, oh, Tatsache. Okay. Ich muss erst mal suchen hier, das werde ich. Milchcreme? Mm-mm. Film dich mal dabei. Schokolade einfach. Mm-mm. Was gibt's denn? Bräuchte nicht. Haselnuss? Ja, gibt's, aber ist es nicht. Soll ich dir sagen, was es war? Mhm. Karamell. Jetzt gib du mir ein. Gesicht? Ach, ah. Gesicht da drauf. Okay, ich gebe dir... Ja, nicht sagen. Nein, nein. Okay. Ja, aber dann darfst du dir den jetzt nicht angucken, ne? Ich hab mir das nicht gemerkt, was das ist. Darfst außer du dir den, trotzdem den nicht angucken? Hab. Okay. Ich will. Haselnuss. Irgendwas Krokantiges. Haselnusskeks. Voll wenig. Ich nehme mal eins mit Erdbeer. Ja, hatte ich auch gerade. Minimaus. Und wie ist das? Lecker. Hier also mag ich Himbeer. Daisy Duck. Hm. Da sind ja mega wenige drin. Hm. Hallo, nicht streiten. Gib mir mal Karamell. Goofy war das. Goofy? Mhm. Mh, Himbeer ist lecker. Ich krieg's nicht raus. Warum streitet ihr immer? Big Chachos? Yo, Baby. Hm. Nimm mal Himbeere. Himbeere ist lecker. Ja? Mhm. Nom, nom. Wie sie hier hängt. Sie guckt ganz erschrocken. Okay, jetzt hat sie die Augen zu. Oh, wie süß. Warum hängt sie so kopfüber? Lili. Da rollt sich der Arsch auf. Das ist ja nicht ganz so geheuer. Ein Ungeheuer. Wir gucken jetzt übrigens einen Film. Tun wir das? Oh, wie tut er das? Und hat sie nicht einen Schwanz festgehalten. Da hätte sie nicht springen können. Was machst du? Wir warten auf unser Essen. Ja, wir haben gerade Essen bestellt. Laura, Pizza, ich Nudeln. Yeah. Geil, Oma, 3000 Mal yeah. Geht 50 Kilometer. Ist so. Meine Kleine. Sag tschüss. Tschüss. So, wir haben ja erzählt, was wir bestellt haben. Und es kam nicht und kam nicht und kam nicht. Irgendwann bin ich nochmal auf Lieferheld gegangen. Auf einmal existiert diese Pizzeria nicht mehr, bei der wir bestellt haben. Like, what? Jetzt haben wir nochmal bestellt und müssen nochmal warten. Und wir fangen jetzt eine neue Serie an. Skins. Ich habe davon mal ein paar Folgen geguckt, aber erinnere mich nicht mehr so wirklich. Fand es auch nicht so mega schlecht, deswegen mal gucken. Gucken wir jetzt auf jeden Fall. Essen. Ich dachte, das wäre überbacken mit Käse. Pop. Stand es nicht dabei? Na, scheinbar nicht. Zeig mal deine Pizza. Die sieht aber gut aus. Okay, ne? Haben wir's das? Und hier noch Pizza. Pizza Brödel. So, wir machen jetzt übrigens S'mores. Und machen einfach hier sowas rein. Wir machen das mit Hella und machen wir da Vollmilchschokolade. Wer ist er? Hm. Ja.
Machen wir davon so ein geiles Instagram-Video, wie wir das dann so da machen. Ja, okay. Stop it. Stop it. So, dann tu es. Dann brauchen wir ja gar nicht so viel Schokolade. Ja. Was ist das denn? Ja, Moment, ich muss das mixen. Das reicht ja schon fast. Dann mach doch doppelt. Kannst du den Ofen schon mal vorheizen? Auf. 180. Ober und unter. Ja. Ja. Süß, ne? Ja, voll geil. Okay, Leute, wenn das nicht mal geil aussieht, weiß ich auch nicht, ne? Okay, warte, wie machen wir das jetzt? Ich gehe da jetzt mit dem Löffel, glaube ich, rein. Warte, warte. Willst du das filmen? Ich filme das mit dem Handy. Okay, mach. Okay. Ja. Ist das überhaupt Schokolade? Nein, aber kommt noch. Ja, irgendwie, oh. Ist die noch nicht geschmolzen? Ich glaube nicht, oder? Ja, geht. Weiß nicht. Was ja, voll das schwierig. Kein tolles Video. Sorry, ich bin nicht so talentiert. Auf jeden Fall. Oh Gott, das riecht so geil. Oh mein Gott. Oha. Boah. Das ist schon echt mega pornös. Meine Schokolade hätte noch ein bisschen gemusst. Mhm. Schade. Boah, geil. Guck mal. Boah. Da musst du ein Foto rausmachen, guck mal so. Ja. Njam, njam. Was ist das da für ein Kopf? Ich habe mir gerade Haare gewaschen. Laura ist mittlerweile weg, ist auch schon relativ spät, es ist gleich 12:30. Ich muss jetzt aber noch den Vlog schneiden von heute, also den genau jetzt. Boah, was ist das auf meinem Kopf? Weil ich muss morgen arbeiten, bis 20 Uhr. Und ja, erklärt sich von selbst, dass ich dann vorher den Vlog schneiden muss, ne? Ja, deswegen mache ich das jetzt noch, dann muss ich hier noch ein bisschen aufräumen. Noch irgendwas machen, was ich gerade vergessen habe, ich muss noch meine Haare föhnen. Und dann gehe ich pennen und muss dann morgen früh raus arbeiten. Aber wir sehen uns morgen trotzdem. Morgen machen wir dann ein bisschen Kommentare noch und so. Ich wünsche euch einen angenehmen Tag, angenehme Nacht, was auch immer. Ich verabschiede mich mit meiner schönen Frisur. Tschüss.